Tausende Bergleute zwängen sich jeden Tag durch Tunnel, um nach dem Mineral Glimmer zu suchen. Diese Art wird vor allem in der Elektronik, Autos, Flugzeugen und sogar in Farbe benutzt. Und Madagaskar ist der weltgrößte Exporteur von Glimmerschiefer. Aber Minenarbeiter wie Razana Zara Aureli müssen ihr Leben riskieren, um es auszugraben. Diese Wände könnten zusammenbrechen und sie sofort töten. Ja, diese Mine hat uns viel Blut gekostet. Die Arbeiter atmen außerdem Glimmerpartikel ein, die ihre Lungen zerstören können. In einem Land, das von einer Dürre heimgesucht wird, haben sich viele Familien, die zuvor Landwirtschaft betrieben haben, dem Glimmerabbau zugewandt. Auch Kinder arbeiten hier für wenige Cent am Tag. Mein Traum ist, dass der Regen wiederkommt und dass die Dürre endlich vorbeigeht. Und dass meine Eltern Essen anbauen können und dass ich nicht mehr in der Glimmermine leben muss. Das Mineral wird zur Herstellung von Produkten genutzt, die tausende Dollar kosten. Warum verdienen diese Familien also so wenig? Und wird etwas getan, um ihnen zu helfen? Razana Zara lebt in dem kleinen Dorf Antrivi, etwa 16 Kilometer vom Glimmer entfernt. Als ihr Mann vor 2 Jahren starb, begann sie mit dem Bergbau, um ihre Familie zu unterstützen. Wir beten erst, um die Arbeit einfacher zu machen. Danach singen wir, um die Stimmung zu heben, denn die Arbeit ist sehr schwer. Ihre Schwester Zo ist erst 14 Jahre alt. Und sie arbeitet in den Tunneln, seit sie 12 war. Ich habe Angst, dass der Boden einbricht und mich begräbt. Das Loch ist sehr tief. Die Tunnel können bis zu 150 Meter tief sein, so hoch wie 50 Stockwerke. Hier scheint der Glimmer überall durch den Schmutz hindurch. Der Abbau von Glimmer begann in dieser Region in den 1970ern. Damals, als ich noch ein Kind war, da hatten sie Glimmer schon entdeckt. Sie kannten seinen Wert aber noch nicht. Das Stochern an der Wand kann die Wände destabilisieren und Erdrutsche verursachen. Durch das Hacken können wir Splitter in die Augen kriegen. Und wenn du sehr stark buddelst, kann der Dreck bröckeln. Und innen kann es bis zu 38 Grad heiß werden. Ich kann höchstens 2 Stunden in den Tunneln verbringen. Nach 2 Stunden mache ich eine Pause, weil meine Arme müde sind. Sie haben uns auch die Verletzungen gezeigt, die der Bergbau bei ihnen verursacht. Heute haben sie etwa 45 Kilogramm Glimmer gesammelt. Ich siebe es und dann entferne ich die Steine. Mit so einer Ladung verdienen sie etwa 3 Dollar. Selbst dieses Geld müssen sie teilen. Ich bin nicht egoistisch, so ist es nicht. Aber es wäre doch schön, wenn wir das Geld nicht teilen müssten. Müssen wir aber. Viele Familien waren vorher keine Bergarbeiter. Die meisten waren Bauern, die Reis, Mais oder Maniok anbauten. Doch in den letzten Jahren hat eine verheerende Dürre die Landwirtschaft stark beeinträchtigt. Mindestens 1,6 Millionen Menschen leiden an Ernährungsunsicherheit und benötigen humanitäre Hilfe. Es regnet so selten, dass die Menschen sich beeilen, das Wasser zu sammeln, so wie die Familie von Rafara Malala Yantraso. Sie haben früher im Ort Meneloha Essen angebaut. Wir haben Erdnüsse, Maniok und Reis angebaut. Jetzt ist das unser einziger Job. Das Land, auf dem sie Glimmer abbaut, gehört der Regierung, aber niemand hindert die Einheimischen am Abbau. Es ist nicht so leicht, hier reinzukommen, also kriechen wir. So, bist du bereit?
Hier ist es das und das. Und dort. Es ist zu schwer. Ich muss die Steine wegnehmen. Drinnen gibt es nur wenig Sauerstoff und das Hämmern wirbelt Wolken aus feinem Glimmerstaub auf. Die giftigen Partikel können eine tödliche Lungenkrankheit namens Silikose verursachen. Ich brauche Sicherheitskleidung, aber wir müssen nutzen, was wir haben. Ich brauche die Schutzkleidung, um meine Hände vor scharfen, zerbrochenen Steinen zu schützen, wenn ich den Fels zerbreche. Mama, no! Obwohl das Ministerium für Bergbau und strategische Ressourcen die Industrie überwacht, haben viele Minen keine Zulassung und die Bergarbeiter sagen, dass sie wenig Unterstützung erhalten. Von der Regierung bekommen wir nie Unterstützung. Nie. Wir haben das Ministerium für Bergbau um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten. Nach einem langen Arbeitstag hat Rafara Malala Schmerzen im ganzen Körper. Ich bin sehr müde, aber ich muss arbeiten. Die Kinder müssen essen, also muss ich das tun. Aber genau wie Razana Zara verdient sie kaum genug zum Überleben. Mit dem, was ich jeden Tag verdiene, kann ich nur Reis, Kaffee und Zucker, Salz und Benzin kaufen. Die Arbeiter verkaufen den Glimmer meist an Zwischenhändler. Einige wissen gar nicht, wofür es genutzt wird. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich es kaufe und wieder verkaufe. Ich weiß nicht, wofür Glimmer verwendet wird. Sie verkaufen den Glimmer an Firmen, die ihn im Ausland verarbeiten. 87% davon gelangen von Madagaskar nach China. Diese bestimmte Art ist ein sehr guter Isolator. Deshalb wird sie in elektrischen Kabeln, Autobatterien, Flugzeugen, Zügen und Smartphones verwendet. Eine Studie fand heraus, dass 15.000 verschiedene Autoteile die Mineralien enthalten könnten. Und Madagaskar verdiente im Jahr 2021 rund 11 Millionen US-Dollar durch den Glimmer-Export. Aber der Reichtum gelangt nicht zu den Minenarbeitern. Rafara Malalas drei Kinder, alle jünger als 16, arbeiten auch hier. Jetzt siebe ich es. Sie helfen ihr dabei, den gesammelten Glimmer zu sieben und zu sortieren. Kinderarbeit in Madagaskar ist gut dokumentiert, wird wegen der extremen Armut aber nicht angegangen. Oft müssen kleine Kinder mit in die Minen kommen, damit sie nicht alleine zu Hause bleiben. Ich baue Glimmer ab, um diese Dürre zu überleben. Es gibt nichts anderes zu tun. Manche meiner Kinder lernen und eins arbeitet mit mir. Mindestens 11.000 Kinder arbeiten im Bergbausektor des Landes. Wegen der vierjährigen Dürreperiode wird diese Zahl allerdings noch viel höher geschätzt. In den Minen, die wir im Dorf Ambarombe besucht haben, sahen wir Dutzende Kinder, wie die 10-jährige Razor, die nach der 2. Klasse die Schule verlassen musste. Mein Vater und meine Mutter haben gesagt, dass wir in der Glimmermine arbeiten werden. Davor haben wir auf unseren Feldern Essen angebaut. Kinderarbeit ist nicht nur in Madagaskar ein Problem. Auch die Glimmerminen in Indien, ein weiterer großer Exporteur, sind gefüllt mit Kindern. Dieser Glimmer wird wegen seines Schimmereffekts in der Kosmetik verwendet. Und mindestens 22.000 Kinder suchen in den indischen Jharkhand und Bihar-Bezirken danach. Trotz der Risiken können Familien es sich nicht leisten, diese Arbeit aufzugeben. Organisationen wie die Responsible Maike-Initiative versuchen daher, diesen Familien Zugang zu Bildung und besserer Gesundheitsversorgung zu bieten. Sie versuchen, eine verantwortungsvolle internationale Lieferkette zu schaffen, indem sie Kinderarbeit in den Minen eliminieren wollen. Das kann aber schwierig sein. Technik- und Automobilunternehmen kaufen glimmerhaltige Teile von chinesischen Firmen, die sie aus verschiedenen Minen beziehen. So ist es schwer zu erkennen, woher es kommt. Dennoch wird die globale Nachfrage bis 2030 schätzungsweise um 8% wachsen.
Zurück in Antrovi gehen Razana, Zara und so nach einem 8-Stunden-Tag nach Hause. Zu Hause brauche ich immer Schmerzmittel, weil ich von der Mine so erschöpft bin. Sie hat 2 kleine Töchter. Sie braucht diesen Job, besonders während der Dürre. Ich bin immer glücklich, wenn ich Glimmer finde, weil ich dann meine Kinder ernähren kann. Aber sie hofft, eines Tages wieder zur Landwirtschaft zurückkehren zu können. Mein Traumjob ist es, Reis anzupflanzen, denn Reis ist der Muskel des Lebens.